Abend, ihr Lieben. Ich bin zum Abend hin mal ein bisschen raus. Zum Schnitzen möchte ich. Ein kleines Feuerchen dabei machen. Ich bin hier nebenan in einem quasi direkten Nachbarwäldchen. Ich habe Erlaubnis hier zu sein. Hab den Eigentümer informiert. letztendlich bin ich hier mit Erlaubnis, sprich mir mein Feuerchen, ein bisschen am Schnitzen. Dachte mir, wir quatschen ein bisschen. Hier, wo es am schönsten ist, mitten in der Natur. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und ansonsten wie immer weiterklicken. Nächstes Video. Gibt genug Leute, die spannende Sachen machen auf YouTube. Ja, ihr Lieben. Wenn die Buschbox nicht brennt, ne, dann brennt keiner. Ich mach die nasse Rinde hier mal ab. Ich mach jetzt mal ein bisschen dickeres Holz drauf. Das ist der Vorteil von feuerfester Kleidung, Leute. Mit Plastikzeug würde ich das natürlich nicht machen. Ne? Da würde man, glaube ich, hier ruckzuck noch eine zweite Flamme sehen. Nicht in meinem Sinne. Ja, ihr Lieben. Jetzt lassen wir die Rinde ab, gucken wir mal. Was haben wir denn da? Nur ein Weichholz und dann auch noch ein Morsch. Bringt auch nichts. Also landet das auch im Feuer. Ich möchte jetzt hier die Seele rausholen aus dem Holz. Die ist noch so vergammelt. Da habe ich später was Schönes mit vor.
Ich habe jetzt hier ein bisschen was an Details schon rausgearbeitet. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Hier ist ein Loch. Dann ist hier die Seele des Holzes frei. Hier oben habe ich schon leicht begradigt. Dass wenn der quasi steht, so wird er stehen. Dass das gerade ist für eine Kerze. Ja. Finde ich ein sehr schönes Teil mit vielen Details. Ich blende mal ein paar Nahaufnahmen davon ein. Dann könnt ihr das auch sehen. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt hier so ein paar drei Minuten am Genießen, abseits von Familie und Frau, in Ruhe hier, quasi einfach nur entspannen. Ich bin mir hier noch ein Süppchen am Kochen, beziehungsweise Tassensuppe, was Besonderes, müssen wir mal gucken. Da muss mehr Wasser rein. Ja. Ja. Machen wir mal die Rudolf-Lampe aus. Ich lasse das Feuerchen jetzt noch ausbrennen. Ich nehme hier diesen vorbereiteten, entrindeten Stock mit. Werde ich mir, wie gesagt, einen schönen Kerzenständer rausbauen. Im Übrigen mag ich sehr gerne Kerzen. Das ist ein sehr, sehr schönes Licht. Sehr angenehm. Gerade wenn man dann draußen im Garten ist, im Sommer oder so, oder auch im Winter, das ist ein herrliches Licht. Ja, ihr Lieben, ich habe alles weggepackt, wieder meine Spuren verwischt, das Feuer gelöscht, alle Asche beseitigt und ja, so wie ich gekommen bin, gehe ich, ohne dass ich hier war. Doch nehme ich was mit. Wie immer, bis zum nächsten Video und einen schönen Tag noch. Macht's gut, bis dann, ciao.